Als wir jünger waren, war das noch regelmäßig ganz praktisch, irgendwo Treiber zu installieren, um Probleme zu lösen. Früher. Beim Zylonensender. Heute sind dabei Mario. Hi. Und Jan. Hello, frohes neues Jahr. Und Ben. Hallo. Und Phil. Hallo. Wir sind vollständig. Hallo. Hast du irgendwie Fantastic Mr. Fox geguckt oder so? Oh, keine Ahnung, du. Ich habe so viele Filme gesehen. Ich hab den Überblick verloren, was ich gesehen habe in letzter Zeit. Da muss ich mal kurz auf Letterboxd. Man muss seinen Urlaub ja nutzen. Das ist cool, war. Ich habe es ja noch nicht geschafft, den Herrn der Ringe fertig zu gucken. Ich habe nur die Gefährten bis jetzt geguckt. Ah, das habe ich zum Beispiel geguckt. Noch nie. Das habe ich noch nie zu Ende geguckt. Oh mein Phil hat die Trilogie durchgezogen wie ein Mann. Immer mit einem Tag Pause. Oder? Genau. Ich habe immer einen Herr der Ringe geguckt und dann drei andere Filme zum Runterkommen. Nice. Das Problem ist halt, dass sie so lang sind. Ich mag ja keine langen Filme. Hast du schon The Irishman gesehen? Nee. Doch. Dreieinhalb Stunden. Eine halbe Stunde habe ich gesehen, nur. Ja, aber also, so. Da stört mich wow. Das CGI mehr als die Länge. Von, ich finde diese Verjüngung gar nicht gut gelungen. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt. Aber es war schon damals bei wer war denn das? Kurt Russell? Nee. In Tron. Kirk Douglas? Ja. Kirk Douglas in Tron, ja. Ja, der Dude hat. Jeff Bridges, der? Oder? Der Dude, genau. Jeff Bridges, richtig. Genau. Der sah da auch grauenhaft aus. Ja, grauenhaft ist natürlich übertrieben, aber es sieht einfach immer noch ein bisschen cringy aus. Ja, wie Tron halt. Ja. Tron fand ich immer ein bisschen, Nie geguckt. Gar keinen, auch nicht den alten? Den alten habe ich sogar gekauft, aber ich habe es keine halbe Stunde ausgehalten. Wow. Leider können wir diese Folge heute nicht mehr aufnehmen. Ich glaube, ich habe den sogar noch irgendwo, weil ich habe den ja gekauft. Da muss ich den ja noch irgendwo haben. Ja, dann machen wir mal einen Podcast drüber. Außerdem hast du es über eBay Kleinanzeigen verkauft. Ich habe mir jetzt auch die Folge 66 angehört. Sehr lustig. Ich habe ihn nicht physikalisch. Wo hast du dir die Folge 66 angehört? Weil du da nicht da warst? Da war ich nicht da. Die Order 66. Da hast du über eBay Kleinanzeigen geredet. Ah, mein Rant. Ja, weil ich habe den Kommentar gelesen und dachte, oh, da höre ich mir die Folge auch mal an. Ihr solltet euch alle Border angucken, ohne euch vorher was von dem Film anzugucken. Den gibt's gerade auf Amazon. Ja, dass diese Frau, die irgendwie übersinnliche Fähigkeiten hat. Hm. Achso, nichts vorher so. Ja, so. Ja, das ist okay. Das ist der, genau. Aber schon dieser skandinavische Film, oder? Ja, genau. Ja. Mhm. Habe ich auf wie heißt denn diese Serie da bei Rocket Beans, wo die über Filme reden? Kino Plus. Kino Plus gesehen, genau. Nice. Ja, wir haben ein neues Jahr und wir sind im Endspurt sozusagen, was Battlestar Galactica angeht. Ach, nice. Bisschen traurig. Ja, es ist ja noch die erste Hälfte der Staffel. Ja, aber trotzdem. Das stimmt. Folge? Es müsste Folge 9 sein, oder? Ja, es ist 9. Folge 9. Genau. Folge 9. The Hub. Oder im Deutschen. wir sind alle sterblich. Richtig. Was? Quasi 1:1. Was eigentlich so ein bisschen spoilerig ist. The Hub auch. Ja, aber da
Solange sie nicht benennen mit the jetzt sind wir alle sterblich. Survives oder the hub explodes. Da ist the hub ja noch sehr vage. Du willst mir jetzt sagen, dass der Ausspruch wir sind alle sterblich ein Spoiler ist? Alle? Könnte ja alle auch bedeutet. Die Zylonen jetzt umfassen. Ja, die Zylonen sterben ja auch. Die kommen halt wieder. Ja, aber die kommen ja immer wieder. Das ist ja eine Art Unsterblichkeit. Aber gut, dass du Folge 66 gehört hast, weil die Folge 68 jetzt von uns, die bezieht sich ja genau darauf. Denn die spielt ja eigentlich gleichzeitig zu dieser Folge. Mhm. Während Sine Quo Non, also unsere Zylonsender 67, ja danach spielt. Naja, fast danach. Sie verschränken sich, sagen wir mal so. Genau. Genau. Ich spiele parallel an, wenn ich ab. Genau, wer hat den Regie geführt? Paul Edwards. Und das Drehbuch ist von Jane Espenson. Und veröffentlicht wurde das Ganze in den USA am 6. Juni 2008 und in Deutschland am 12. Januar 2009. Also ziemlich genau vor 11 Jahren. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja, und wie gesagt, die Handlung spielt zeitgleich mit der vorigen Folge oder der Episode Sine Qua Non. Richtig, so ist es richtig. Sie, genau, hat ja Mario auch gerade schon gesagt. Ich habe es falsch gesagt. Die beide Folgen spielen nach der Episode 66. So wollte ich es. Genau. Ja. Genau. Und ich mache jetzt mal die Zusammenfassung, weil Phil wollte es ja nicht machen. Und auf mein Angebot bist du nicht eingegangen. Weil also das war du. Zu spät. Hast du schon alles vorbereitet, ne? Da hast genau. Schon ganz rigoros die IMDb-Zusammenfassung gelesen. Von wegen. Also es beginnt damit von wegen Wikipedia. Es beginnt damit, dass wir die letzte Szene der vorletzten Folge nochmal sehen. Also die Szene, in der das Zylonen-Rebellen-Basisschiff mit Roslin und Balta weggesprungen ist. Denn die Episode spielt ausschließlich in dem einen Setting. Das heißt, es gibt nur einen Handlungsstrang. Ja, plus ein paar gelegentliche Übersprünge in Loras Psyche, in deren Visualisierung auch ein paar Charaktere der Galaktika auftauchen. Aber ansonsten spielt das halt völlig in diesem Basisstern-Setting. Nach dem unerwarteten Sprung, den wir in Folge Zylonensende 66 hatten, hält Roslin an ihrem Plan fest, zum Auferstehungszentrum zu springen, um die drei, also Dana, zu befreien und zu entführen, die ja die letzten fünf kennt. Denn diese sollen sich ja, wie wir schon wissen, in der Menschenflotte befinden und den Weg zur Erde kennen. Ja, dann stellt sie eben einen Plan dazu auf und gleichzeitig hat Bruder Cavill Dana aber auch schon wieder unboxed, weil er nämlich glaubt, so könne man den Bürgerkrieg am schnellsten beenden, der ja entfacht ist. Roslins Plan wird durchgeführt, Halo findet die drei und bringt sie dann wie befohlen, aber nicht wie mit den Zylonen abgesprochen, zur Präsidentin. Die war sich unterdessen nicht sicher, ob sie den während der Schlacht verwundeten Balta retten oder sterben lassen soll, denn der hat ihr gerade gebeichtet, dass er für die Auslöschung der Menschheit verantwortlich ist. Dana weiß aber, dass ihre beste Überlebenschance ist, ihr Geheimnis möglichst lange für sich zu behalten und verweigert jede Aussage, bis sie zurück zur Menschenflotte gebracht wird. Die Präsidentin gibt dann letztendlich nach und so kommt der gekaperte Basisstern am Ende wieder dort an, wo er losgesprungen ist. Und zwar da, wo Admiral Adama immer noch im Raptor sitzt und wartet. Du solltest viel öfter Zusammenfassungen kurzfristig vorbereiten. Klang schon ein bisschen abgelesen. War, nein, aber sehr gut on point. Nee, so, kein unnötiges Fleisch an den Knochen. Siehst du mal. Ich habe auch manche Sachen offen gelassen. Habt ihr das gemerkt? Nein. Ja. Weil wenn ich die Folge so gut kennen würde, dann hätte ich die Zusammenfassung ja selber gemacht. Ach so. Ja, ich habe ein paar Sachen angesprochen, aber nicht ausgeführt. Nämlich, wie die Präsidentin sich denn letztendlich entschieden hat gegenüber Gaius Balta. Aber da kommen wir dann gleich zu. Jetzt? Ich finde, wir sollten vorne anfangen. Ja, du hattest ja gesagt, dass das quasi nur auf dem Basisstern spielt und das ist tatsächlich die erste Folge von allen, dass wir keine einzige reale Szene auf der Galaktika sehen. Okay. Man sieht nur diese Gänge, gell, in dieser Traumsequenz. Genau, oder in dieser Mission, ja. Der einzigen
Teilhaber oder das einzige Schiff der Flotte ist nur der kleine Raptor, den man dann einmal am Anfang und einmal am Ende sieht. Mit Gonzo. Der Folge. Mit Gonzo drin, genau. Ja. Der ganze satte 3 Tage da alleine drin war. Das war ein Buch. Müsste er jetzt 2. Aber egal. War also ja ist doch gar nicht so schlecht. Das ist so wie mein Traumwochenende. Bis ohne ja, Raptor zu liegen. Nein, drei Tage weg von allen Menschen. Keiner labert dich voll. Du kannst in Ruhe lesen oder ins Leere gucken und einfach nichts tun. Glücklich sein. Also ein normales also Wochenende. 2-3 Tage ist schon ganz okay. Ja, das klingt tatsächlich cool. Ja, es ist ja wirklich so. Gehst freitags einkaufen und gehst montags wieder zur Arbeit. Genau. Und wie war dein Wochenende? Oh, fantastisch. Gut, lass uns aber jetzt mal vorne anfangen. Wir sind schon wieder viel zu weit am Ende. Wegen dem Raptor. Es gibt, ja. Also ich meine, da ist ja Anfang der Folge. Ach so. Weil dann kommt ja 2 oder 3 Tage zuvor. Stimmt. Und dann gibt es ja den Rückblick zum, wenn der Hybrid wieder eingestöpselt wird und es dann springt. Und da hattet ihr ja, weil ich ja gerade frisch Folge 66 gehört hatte, diese kleine Diskussion, springt der Hybrid selber oder kontrollieren die anderen Zylonen das? Und wie ist es denn nun, Jan? Normalerweise kontrollieren die anderen Zylonen das in Zusammenarbeit mit dem Hybriden, aber weil er jetzt so Angst hatte durch den durch den Mord oder die Verwirrung, so erklärt sich ja das Athena-Modell das nachher, ist er jetzt eigenständig gesprungen. Also er kann es schon, aber hört normalerweise wohl auf die höher entwickelten Modelle, die, wie Mario dann sagte, ihre Hände in den in das kleine Sie baden ihre Hände. Legen. Sie baden ihre Hände darin. Ja, ich finde es sehr beeindruckend, wie du das jetzt so formulieren konntest, als wäre deine Ansicht doch halbwegs richtig gewesen. Dabei ist ja jetzt völlig eindeutig klargestellt, dass der Hybrid machen kann, was er will. Also erstens hatte ja Jan gar keine Ansicht, weil er ja bei der Folge überhaupt nicht dabei ich nicht war. Ich habe mich nur jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, weil ich 2 Schwestern habe und gelernt habe, wie man das macht. Und zweitens hatten wir natürlich recht, Phil, und du nicht. Das ist doch klar, oder? Hä? Tim ist Einzelkind. Komm nicht mit. Du hast das bestimmt. Was? Ich bin so verwirrt. Was redest du denn da? Wobei denn? Nein, wieso? Es ist doch jetzt klar, dass der Hybrid machen kann, was er will. Warum ist das klar? Weil das auch ganz ausdrücklich gesagt wird und gezeigt wird. Ja, okay. Gut. Aber normalerweise ist er vielleicht ein bisschen kontrolliert, aber in Angstzuständen beißen ja auch manchmal Hunde ihre Herrchen und Frauschen. Und das ja, er macht halt mit, solange ihm nichts Wichtigeres irgendwie einfällt, aber... Also er ist ja weggesprungen, das wird ja auch erklärt, weil die Six getötet wurde. Aus Angst. Genau, sozusagen. Natalie. Ja. Aber war das, da war ich nämlich ein bisschen verwirrt, war das Natalie, die wurde ja an Bord der Galactica erschossen, oder? Von Athena. Ja. Oder war es eben das Boomer-Modell, was auf dem Basisstern erschossen wurde und danach wurde ja der Hybrid unplugged. Das war was anderes. Weißt du? Das war ja vorher. Ja, genau, aber daraufhin wurde der Hybrid ja ausgesteckt. Ach so, du meinst, dass er noch das einprogrammiert hatte, sozusagen, genau, und das dann ausgeführt hat. Fährt da fort, was er vor dem Ausstecken eigentlich noch haben wollte. Aber deswegen gesagt, war ich ein bisschen verwirrt, welcher Tod ist denn das jetzt? Gesagt haben sie in der Folge explizit, weil sie gemerkt hat, dass Natalie, unplugged wurde oder sowas. Also sie hat das ja selbst gesagt. Eliminiert. Naja, das hat sie eben so nicht gesagt. Runtergefahren oder sowas hat sie gesagt. Und darauf haben sich ja die anderen fragmentiert. Unterhalten, dass sie gemerkt haben, dass eben Six gekillt wurde. Und deswegen ist sie weggesprungen. I see. Passt auch zur Folge, weil das ja direkt aufeinander da passiert in einem Schnitt. Ja. Sprung. Ja, und damit ist man wieder genau abgeholt, wo es weitergeht. Und sie springen jetzt irgendwo hin erstmal. Und dann genau, hat weil eben der
der Hybrid chaotisch durch den Raum springt und keiner weiß, warum er das macht. Selbst eben die Zylonen mit den Händen im Becken. Ja, wenn man unendlich lange springt, kommt man irgendwann schon dahin, wo man hin will. Sogar unendlich oft. Was? So funktioniert das vielleicht. Manchmal muss man Dinge auch einfach so stehen lassen. Auf jeden Fall hat dann Roslyn eine Vision. Eigentlich ist es keine Vision, aber es wird so visualisiert. Mhm. Ja, und sie ist auf der Galactica in ganz leeren Räumen und ich fand auch so geil, wie sie redet dann ja mit dieser geistlichen Elosha. Ich habe ihren Namen vergessen. Elosha, genau. Genau. Und die dann sagt, ach, die Gänge sind viel größer auf der Galactica. Die so, ja, wenn nichts drin ist. Außerdem ist in Traumsequenzen immer alles verzerrt. Und leer. Elosha wurde ja, sie hatte ja früher schon mal so Visionen von Elosha in Staffel 2, glaube ich. Und nee, war das 1, wo sie am Ende bei Kobol waren? Das war Staffel 1, gell? Wo dann Elosha gestorben ist. Klar, weil 2, oder? Ah, schwierig. Auf jeden Fall hatte sie ja dann auch geträumt, dass sie stirbt, oder? Oder zumindest hatte sie sie in dieser Vision gesehen, in dem Dschungel. Und da ist sie da dann durch so eine Mine gestorben. Das weiß ich gar nicht mehr, ob sie das gesehen hat. Nee, ich glaube, das hat sie explizit nicht gesehen. Sie hat nur immer gesehen, dass sie hat ja da dieses Jamala genommen und hat dann eben gesehen, wie Elosha auch auf dem Planeten war. Das hat sie gesehen und deswegen hat sie die dann mitgenommen, glaube ich. Okay. Aber sie hat nicht gesehen, wie sie gestorben ist. Das hat sie dann live gesehen. Genau, ich habe einen Funfact. Eigentlich sollte das Billy sein, aber der konnte nicht. Genau, er hatte keine Zeit, der Schauspieler. Ah, aber das hätte ich auch schön gefunden. Ja, weil das ja ihr Assistent war, ihr gutes Gewissen sozusagen. Das hätte ganz hätte besser gepasst, finde ich. Und niemand sagt so schön Billy wie Roslyn. Billy. 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 Auf so unterschiedliche Art und Weise kann sie das auch. Billy. Billy. Put that mad knife down. Leg das Messer ein, Junge. Ja. Ja, und diese Visionen oder Gedankengänge hat sie die ganze Zeit und es geht immer um darum, letztendlich geht es ja darum, ob sie das Richtige tut, oder? Geht es ja nicht immer drum? Naja, sie macht sich halt Gedanken darüber, will ich damit sagen. Ach so. Was ist denn ihr Konflikt? Konflikt ist wirklich das, ob sie halt das Richtige tut im Sinne ihrer derzeitigen Handlung, heißt, dass sie die Leute koste was wolle zur Erde führt. Hm. Und nachher halt, was sie opfern kann aus, naja, persönlicher Sicht, ist jetzt falsch ausgedrückt. Aber es kommt ja nachher zu der Entscheidung, lässt sie oder hilft sie Balta oder lässt sie ihn sterben? No, und bei ihr ist es ja so, versucht sie die Erde oder was opfert sie alles, um die Erde zu finden, bevor sie selber drauf geht? Eigentlich ist das ja auch so gespiegelt zu dem Sine Qua Non aus der letzten Episode für Adama. Das ist ja so die Spiegelung. Was ist ihr eigentlich wichtig oder wann lohnt es sich nicht mehr noch irgendwas zu tun? Oder welchen Schritt muss sie gehen, um zu weit zu gehen oder so? Hä? Nicht? Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus möchtest. Habe ich auch keine Ahnung. Aber ja, theoretisch hast du schon recht, weil du meinst ja gespiegelt, was ist ihr wichtig? Hat sie das, was ihr eigentlich wichtig ist, nicht ein bisschen aus den Augen verloren durch ihre Suche nach der Erde, also diese wirklich verbitterte Suche nach der Erde. Ja. Und das ist bei Adama ja auch nicht, wie du sagst, anders. Er hat das ja auch ein bisschen aus den Augen verloren.
durch seine verbissene Führung der Flotte und versuchen, das alles zusammenzuhalten. Die Konflikte in der Crew mit halt den, die kamen da ja gerade erst zurück, die Leute unter Starbuck. Mhm. Und er hat ja auch in der letzten Folge erstmal gemerkt, durch die Trennung, die räumliche von Rosling, dass da eigentlich das fehlt, was ihn die ganze Zeit angetrieben hat. Ja, und das meinte ich ja auch die Synthese dieser Folge, aber da kommen wir ja erst am Ende zu. Und das meinte ich halt mit Spiegeln, dass sie das hier auch so merkt. Ah, okay. Ja, es ist ja auch, genau, am Ende dann ja auch die Frage, ob sie quasi überhaupt noch weiß, was es bedeutet, menschlich zu sein und ob sie wirklich alles opfern will, um ihr Ziel zu erreichen. Ja. Und da kommt sie dann auch so zu dem Schluss, dass es keine gute Idee ist, bei Spalta zu sterben zu lassen. Aus Rache. Nur aus weil Rache, er ihr, genau, aus niederen Gründen. Ja. Wobei ich dann interessant bin, wenn es soweit ist, auf Marius Meinung zu der Szene. Wegen der medizintechnischen ja, Sicht. Wie, okay. Wie sie ihn medizinisch versorgt. Ja, da musste ich auch so direkt an Mario denken. Ja, mach dann noch mal ein bisschen Papier drauf, das wird schon. Das ganz ehrlich, ja. Ja. Erinnert, du schmeißt einen Kleenex auf den Rohrbruch. Ja, so ungefähr. Aber ich wollte dann eh was später dazu sagen, ja. Sehr okay, gut. Deswegen, wir haben es jetzt angeteasert, damit die Leute auch, ja, bis zum Ende hören. Also noch ein bisschen Suspense. Ja, gehen jetzt weiter, gehen jetzt ein paar Schritte zurück. Genau. Nämlich dahin, dass sie versuchen erstmal den Hybriden so zu beruhigen, dass sie nicht mehr wahllos durch das All springen. Mhm. Und Balta versucht das ja mit Anschreien. Er meint, naja, oder, aber wie er dann sagt, ich habe eine Verbindung, eine psychische Verbindung. Bitte hören Sie auf, rumzuspringen. Das hat mich so an diese Erdinger Weißbier-Werbung erinnert. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Und aber auch später, wie er mit diesem Centauri, also der versucht sie ja irgendwie mehrfach in der Folge so als Zylonenflüsterer. Und scheitert halt einfach auf ganzer Linie. Ja, der Zylon schaut ihn an, wirklich ja wie ein Hund, der einfach nichts versteht, aber nur brav daneben sitzt. Und bei den Hybriden, da versteht er natürlich nicht, was die Hybride sagt. Und die Hybride scheint auch nicht wirklich auf ihn zu hören, sondern schnappt das einfach immer nur ein bisschen auf, was die Leute sagen. Genau wie Roslin mit Opa und so weiter. Mhm. Aber er ist halt so, ich fand das so amüsant, wie er zu Roslin sagt, ich habe eine Verbindung zu dem Hybriden. Schauen Sie einfach, wie ich das mache. Können Sie mir etwas sagen über die Oper? Die Oper! Wie komme ich denn hier zur Oper? Ja, und was ich auch lustig fand an Balta, sie unterhalten sich oder erzählen den anderen ja diese Sachen mit der Oper auch. Und dann sagt ja die Präsidentin so, sie hat gesehen, wie Balta und Six das Kind Helena, heißt sie Helena, nehmen. Und dann meint Balta, ja natürlich, um es zu beschützen. Das ist ja ganz offensichtlich. Dann meint die Präsidentin so, nein, das war nicht so offensichtlich. Man hat nur gesehen, wie sie es genommen haben. Also weil wir so dieses... Hera, genau, nicht Hera. Das war wieder so dieses, Balta versucht sich sofort in ein gutes Licht zu stellen. Ja, ich fand den aber eh sehr, sehr Comedy-Relief-mäßig, diese Folge. Also abgesehen von diesem, oh Gott, ich sterbe, aber ansonsten war der eigentlich ziemlich lustig die ganze Zeit. Ja, aber dann kommen sie da nicht so direkt weiter, was man ja auch hätte denken können, wenn man weiß, wie so ein Hybrid funktioniert. Und weil ich das eben mit diesem Zufall gesagt habe, also der Plan ist ja dann tatsächlich, die springt schon zu dem Schiff, wenn man es ihr sagt, aber das geht nicht so mit einem Sprung, sondern man kann sich immer nur so annähern, weil das Auferstehungsschiff ja auch ständig springt. Aber irgendwann wird das schon klappen. Und das Dumme ist nur, dass es bei jedem Sprung sozusagen klappen könnte, deswegen muss man sich jetzt vorbereiten, wenn sie da angreifen wollen und deswegen machen sie da jetzt schnell einen Plan. Ah, das habe ich nicht kapiert, weil ich war mir jetzt nicht sicher,
Können Sie den unter Kontrolle bringen und wählen einen Kurs aus? Oder ist das wie ein verwirrter, verängstigtes Haustier, was einfach panisch nach Hause springt in dem Fall oder nach Hause läuft? Ja, das ist mir auch nicht klar. Aber ich habe verstanden, sie springt schon in Richtung Schiff. Ich weiß nicht, ob man es ihr gesagt hat oder ob sie es macht, aber es macht sie auf jeden Fall. Aber das Schiff, dieses Auferstehungsschiff, bleibt halt nie länger an einem Ort. Deswegen kann das sein, dass man oft springen muss, bis man da ist. Ja, aber ich hatte es, es ist für beides für mich logisch. Aber ich finde es schön, wenn die einfach drauf vertrauen, das Ding findet schon nach Hause zum Hub. Weil sie in Panik ist immer noch, meinst du? Ja. Ja. Ja, und währenddessen wird aber schon mal vorsichtshalber ein Plan ausgearbeitet von Hilo und dem Boomer-Modell. Das ist ja nicht Athena. Mm-mm, das ist Boomer. Das ist ja eine andere Acht. Nee, das ist auch nicht Boomer, aber, oder? Die ist ja bei Cavill. Ah, Blödsinn, nicht Boomer. Stimmt, nee, die ist bei Cavill, genau. Das ist auch, die sich dann aber Athenas Gedächtnis runtergeladen hat. Ja. Hä? Das ist doch nicht Boomer, die ist doch bei Cavill. Oder ist Nein, das ist eine Nummer 8, die sich Athenas Gedächtnis runtergeladen hat und dann jetzt versucht, mit so ein bisschen mit Hilo zu schäkern. Ja, weil Phil gerade sagt, oder ist sie das nicht doch? Nein, mit Athena. Ich meine das, ja genau. Also, das ist natürlich eine unnötige Diskussion, weil es ins Nichts führt, aber ist es aber Athena? Ja, genau. Weil wenn sie ihre Erinnerungen hat. Ich würde sagen, also wenn die Erinnerungen nur da hochgeladen werden, wenn jemand stirbt, wäre es ja nur bis zum letzten Tod Athenas. Weißt du, weil da das letzte Backup gefahren wurde. Aber keine Ahnung. Hilo sieht das ja nicht so. Der ist ja ein bisschen irritiert. Gut, ich wäre auch im ersten Moment ein bisschen überfordert mit der Situation. Kann ich auch gut nachvollziehen. Aber so aus ihrer Situation ist es doch dann wahrscheinlich, weil es ist ja dann ihre Erinnerung. Und das kommt ja auch echt so rüber, weil sie scheint ja plötzlich ganz natürlich zu ihm und ganz ungezwungen, als würde sie Hilo schon die ganze Zeit kennen und ist auch Ja, weil es tut sie ja auch. Ja, genau, sie halt sich halt die Erinnerungen reingeladen hat. Das ist so geil Matrix-mäßig irgendwie. Wie eben der Typ bei der Matrix, der sich das Steak nimmt und dann nachher einfach wieder seine alten Erinnerungen bekommt und die ganzen Matrix-Erinnerungen gelöscht bekäme, wenn er nicht sterben würde. Und ich finde, also du willst das fast nicht aufmachen, ist es Athena oder ist es nicht? Ja, naja, ich meine, es ist halt eine müßige, also ja, wir können alles sagen, ja, ich finde schon oder nein, ich finde nicht. Nein, ich finde vielleicht. Wir können ja abstimmen. Oh Gott. Oh stimmt, wir sind eine ungerade Anzahl. Ich enthalte mich. Nein, ich auch. Ah, dann geht's wieder. Während der Schlacht um Neu-Caprica, Ben, hast du dich ja schon mal gefragt oder hattest dich gefragt, ob nicht alle Zylonen des gleichen Modells alles wissen, was auch die anderen wissen. Und da hatte ich gesagt, das kann eigentlich nicht sein, weil dann würde ja dieser Infiltrationsplan mit Athena auf Neu-Caprica nicht funktionieren. Ja. Und jetzt wissen wir aber, das hat deswegen funktioniert, weil sie sich sozusagen erst synchronisieren können, wenn man wieder im Wiederauferstehungsschiff ist. Also, wenn jemand gestorben ist. Mhm, genau. Und das klang jetzt aber auch so, als wäre das nicht automatisch so, sondern hätte sie das gehackt oder so. Ja, also auf jeden Fall musst du das aktiv so wollen und das scheint. Genau, also ich denke mal, und das scheint auch nicht das gleiche Modell Normalität zu sein. Genau. Ja. Du lädst ja quasi Erinnerungen von anderen Modellen der gleichen Baureihe und damit werden deine eigenen überschrieben. Also, nee, aber nur in einer außergewöhnlichen Situation. Also ich habe das jetzt nicht verstanden. Du machst das nicht automatisch oder freiwillig. Genau. Du machst es schon in einer besonderen Situation, wie du sagst. Ja. So denke ich nämlich bei den ganzen Einsen zum Beispiel. Ich glaube sehr wohl, dass sie halt immer die Erinnerungen runterladen von jeder Eins. Zum Beispiel jetzt bei Cavill. Bei den anderen glaube ich ja nicht die Chance schon, dass sie ja sie selbst sind. Ja, bei Cavill könnte das durchaus sein, weil der weiß ja auch irgendwie immer alles, gell?
Ja, das macht halt einfach Folge. ein bisschen skrupelloser und vielleicht sind da es gibt's da hat auch so mehr den größeren Plan und hat vielleicht einfach geschnallt, das funktioniert viel besser, wenn kein Wissen verloren geht. Lass mal möglichst großflächig verteilen. Dass sie ja die ganze Baureihe sagt, okay, wir immer so viel wie möglich weiß. Ich weiß noch, wie er da ins Gefängnis gesperrt wurde. Ich bin kein Zylon, ich bin kein... Oh. Oh, okay. Wissen ist Macht. Das war schön, ja. Na gut. Vielleicht war das der entscheidende Moment, wo er danach sagte, ab jetzt müssen wir alle wissen, wo die jeweils anderen sind. Ab jetzt werden wir alle rein gleichgeschaltet. Ja, was ist denn der Plan, den sie jetzt haben? Der große, and they have a plan. Naja, ja, sie wollen ja nicht Tieren holen. Oh, du darfst jetzt stehen, Mario. Für die Details ist dann der Ben zuständig. Ich bin mal für das Grobe da. Weil das Ziel ist es ja noch immer, das Auferstehungszentrum zu zerstören. Wenn das mal natürlich mal weg ist, dann kannst du einfach nicht mehr deinen Geist in den neuen Körper transferieren. Und was noch wichtiger ist natürlich, die Diana. Sie brauchen Diana, weil sie weiß halt, wer die letzten fünf sind und sie kennt auch die Namen. Und wie der Plan ausgeführt wird, das wird der Ben erzählen, weil er ist dafür geschaffen. Und ein Profi. Was? Aber ganz kurze Interaktion oder wie nennt sich das, Intervention noch dazwischen. Du hast gesagt, Ziel war wie immer, das Auferstehungsschiff zu zerstören. Das war ja eigentlich nicht das Ziel von dieser Gruppe, die auf das Schiff gegangen sind, sondern es ging ja erstmal darum, die letzten fünf zu finden. Stimmt. Wir müssen es umdrehen. Dann drehen wir es mal um. Ja, ich sag's nur deswegen, weil das in der Folge auch so rüberkam, als wäre das schon immer das Ziel gewesen. Das mag vielleicht immer das Ziel gewesen sein, aber ja nicht von der Präsidentin, die jetzt keine militärische Anführerin ist. Jetzt ist das aber irgendwie plötzlich so. Also der Plan wird ja jetzt tatsächlich so geschmiedet. Jetzt Details. Bitte, Ben. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das noch zusammen. Naja, sie nutzen ja, also ich meine, sie haben ja keine große Wahl. Sie springen ja mit dem Basisstern hin und her, da haben sie ja keinen Einfluss drauf. Das heißt, sie wissen, dass sie irgendwann ankommen. Also können sie quasi den Basisstern als Trägerschiff nehmen, haben ja einen großen Teil ihrer Jäger an Bord, also tatsächlich die terranischen Jäger wie auch die Zylonjäger. Und planen dann eben den Angriff, indem sie einen koordinierten gemeinsamen Angriff gegen den Hub starten. Wobei eine kleine Truppe eben die Raumstation oder Raumschiff entern soll, damit sie Diana befreien können. Von der sie ja wissen, dass sie schon aus der Kiste geholt wurde. Also sie müssen sie ja selbst nicht mehr aus der Kiste holen. Sie wissen, dass sie ja quasi wieder auf ihren eigenen Beinen steht. Weil der Hybrid hat es ja verraten. Und der Grund, warum überhaupt dieses komplizierte Manöver, weil das Manöver wird ja so gemacht, dass die Zylon-Schiffe die deaktivierten Viper ins Schlepptau nehmen. Genau. Und die Viper dann erst kurz vor dem Hub, weil es ist ja auch nicht ein einfaches Auferstehungsschiff, das ist ja der neuronale Knoten, der alle Auferstehungsschiffe irgendwie versorgt. Wenn das Hub zerstört wird. Genau, und ohne den funktionieren die einfach nicht mehr. Genau. Wenn das Hub zerstört wird, dann sind eben die, dann haben die Zylonen nur noch einen Körper. Das wäre so, als wäre der Imperator mal hergegangen und hätte alle Sternenzerstörer über eine Antenne gesteuert. Völlig dumm. Unglaublich, ja. Ja. Das wäre unglaublich dumm. Was die ja dann machen wollen, werden rangezogen und enttarnen sich in Anführungsstrichen dann erst kurz vor dem Hub, damit sie noch eine Chance haben, den FTL-Antrieb des Hubs zu zerstören. Genau. Denn sonst würde das Hub ja schnell wegspringen, bevor ein Raptor landen könnte und so weiter. Und wenn der FTL-Antrieb zerstört ist, dann haben die Leute im Raptor Zeit, Diana zu holen, zu bergen. Und wenn sie das dann geschafft haben, dann wird das Hub durch Atomraketen zerstört. So jedenfalls der Plan. Ja, korrekt. Weil mit den getarnten Zylonjägern kamen sie auch nah genug ran. Man sieht ja dann auch, dass die Hub-Zylonen versuchen, mit den Rebellen-Zylonen noch mal zu reden und zu verhandeln. Und sie hätten ja auch einfach sofort das Feuer öffnen können. Aber das haben sie ja nicht. Genau, genau.
Ich meine, sonst hätten sie ja Diana auch nicht aus der Box geholt, wären sie nicht daran interessiert, Frieden zu schließen. Genau. Ja, diese Zylonen. Die Zylonen. Aber da dieser Plan sehr tiefgreifendes, beidseitiges Vertrauen voraussetzt, gibt es natürlich einige Reibereien, die ich ein bisschen konstruiert fand, aber die so ein bisschen auch aussahen wie gegnerische Teams, die sich vorm Spiel so ein bisschen scherzhaft auf den Arm nehmen. Weil dann stehen auf der einen Seite die Zylon-Piloten, da sieht man jetzt zum ersten Mal deren Piloten-Uniformen. Mhm. Und auf der anderen Seite eben die Viper-Piloten. Und die Zylonen, man muss ja dazu sagen, dass die Heavy Raider, also diese großen Schiffe, quasi nicht leben, sondern tatsächlich Schiffe sind, die gesteuert werden müssen. Ja, genau. Im Gegensatz zu den Jägern, die ja ein eigenes Bewusstsein haben. Ja, die fliegen ja von selber. War das so einer, der mal in die Galaktika reingeflogen war? Ja, genau. Und, ja. Und das war auch so ein Ding, an dessen Bord Lioben war. Dieses Geisterschiff, Starbuck verfolgt hat. Und eine Six sagt dann nämlich, wir sind normale Piloten, wir haben genauso eine Ausbildung genossen wie ihr. Und irgend so ein Viper-Pilot, dessen Namen Ben wahrscheinlich kennt, sagt dann so, das haben die 20, die ich abgeschossen habe, aber wahrscheinlich nicht so genossen, also die Ausbildung. Wie hieß der? Gonzo. Redshirt Gonzo. Nee, das war der andere. Red Wing war das doch, oder? Nicht Redshirt. Redshirt nicht. Nee, Gonzo ist ja der dann später in dem Raptor ist, der ja getroffen wird, stirbt und dann quasi so im letzten Moment noch den Sprungantrieb aktivieren kann und deswegen ja in der letzten Folge vor die Galaktika gesprungen ist. Ja, ich dachte, das wäre der gleiche gewesen. Der war das. Ja, das ist sogar derselbe. Ja. Ja, sogar derselbe. Und der gleiche. Aber der Typ, der jetzt den Banter rausgelassen hat, das ist jemand anderes. Das ist ja Red Ring. Ja. Das ist doch Gonzo. Oder? Nein. Nee, das ist einer, der aussieht, als würde er in seiner Freizeit ein Sombrero tragen und Mariachi spielen. Aber Redwing ist Gonzo. Racism. Nein, Gonzo ist Gonzo. Gonzo ist der Pilotenname von dem Typen. Sag ich ja, und wie heißt der richtig? Der sich da anlegt, dessen Pilotenname ist Redwing. Genau. So. Aber den quasi richtigen Namen kenne ich nicht. Die schauen auch Paolo überhaupt McKay. Nicht ähnlich. Paolo McKay, ja, hier steht's, genau. Und Gonzo sieht ein bisschen aus Emin wie der Pike. Typ, der die Klone gespielt hat in Star Wars. Aber oh ja, genau. Aber an den hat er mich erinnert. Ach stimmt, der Commander Cody. Ja, oder alle anderen. Oder alle anderen, halt stimmt. Oder einfach Jango Fett, den Farben. Jango Fett, genau. Aber bei Cody ganz besonders. Ich wollte nur sagen, dass ich auch mal einen Namen wusste. Kann mir einen Namen merken. Oh Mann. Großartig. Frag mich, was der für Post am Vatertag bekommt. Jeffries also works as Edward James Olmos Stand-in. Was ist denn ein Stand-in? Ich glaube, wenn du so von hinten gefilmt wirst oder von der Seite. Ach so. Also, das ist nicht sowas wie ein Stuntman, sondern wenn man sich möglichst nicht bewegt. Ja, genau. Wenn du für den Shot nicht unweit James Edward Olmos bezahlen musst, sondern ungefähr so aussieht. Okay. Ja, sieht ja auch ungefähr so aus. Kannst du einmal bitte durchs Bild laufen? Aber nur von den Schultern ab. Genau. Okay. Body-Dwubel. Ja, oder für Nacktszenen eben, ne? Ja, bei mir ist übrigens, weil du vorhin meintest, Jan, dass der Centurio da Balter so zuhört wie ein Hund, der nichts versteht, aber immer nur brav nickt. Da gibt es so eine Szene, da redet Balter auf ihn ein. Und ich glaube, der Centurio, der versteht schon sehr gut, was da die ganze Zeit geredet wird. Das interessiert ihn nur nicht. Ja, weil er legt dann den Kopf so schräg. Auch wie ein Hund. Wer weiß, vielleicht verstehen Hunde uns auch und geben nur einfach wie Katzen überhaupt. Ja, also Hunde verstehen schon so einiges. Das kannst du dir eigentlich regelmäßig angucken. Sitz, Platz, aus. Ja. Aber das sei, also das sieht eher so nach, ja. Ja, ja.
Guck mal, der durchschaut Balta schon nach ein paar Minuten und die Menschen brauchen da 4 Staffeln für. Na, eigentlich 2. Nach der Präsidentschaft hat ihm niemand mehr geglaubt. Ja, das stimmt. Okay, back to the plan. Sie haben einen Plan? Ja, der klappt ja dann auch eigentlich. Ach so, ja. Quasi 1:1 wie umgesetzt. Ja. Als nämlich Hilo und die Präsidentin unter 4 Augen schnacken, ich glaube, da sagt sie ihm, dass sie Diana zu denen bringen soll, wenn ich mich nicht täusche. Weil ursprünglich wollen ja die Zylonen wie die Menschen wissen, wer die finalen 5 sind, aber dann sagt die Präsidentin ja, sie möchte sich gerne unter 4 Augen mit dieser Diana unterhalten. Ja, dieses doppelte Spiel haben sie ja schon vor 2 Folgen sozusagen gestartet. Also ja, das ist ja jetzt nichts Neues tatsächlich. Ja, ich fand's nur diese kleine Beredungsecke und plötzlich rote Lichtstreifen wie auf der Enterprise. Was ist denn das? Oh, ich glaube, wir sind angekommen. Wii-u. Ah ja, und man kann noch erwähnen, dass Cavill getötet wird von Diers. Und wieder wie locker nebenbei. Ja, knack. Also richtig schön. Das fand ich schon ganz coolen Auftritt. Ja, sie hat halt nicht vergessen, was er ihr angetan hat. Und als, weil Boomer sagt dann ja nebenher noch, sie greifen das Auferstehungshub an. Und dann sagt Kevin, das können ihr euch machen, das ist wahnsinnig. Dann, wenn wir dann sterben, sterben wir wirklich. Und Diana sagt, oh, das verleiht dem Ganzen eine extra Würze. Ja, aber ich finde es auch so richtig gut, dass sie da kein großes dramatisches Ding draus macht und noch irgendwelche großen Vorträge hält, sondern einfach so zack, Knickbrechen nebenbei und weiter geht's. Ja, fand ich cool. Ja. Aber ich glaube ja nicht, dass wir ihn zum letzten Mal sehen. Naja, also speziell diesen wahrscheinlich schon. Ja, ich weiß es nicht. Das Hub hat ja noch existiert. Der kann also immer noch wiederbelebt werden. Ich weiß ja nicht, wie schnell das geht. Und dann wird's. Aber wurde auf dem Hub wiederbelebt? Oder, ja, oder auf einem der Schiffe in der Nähe. Das muss ja nicht das Hub sein. Ja. Nee, das ist nämlich meine Frage. Wird auf dem Hub wiederbelebt oder werden da nur die ganzen Körper herangezüchtet? Ich hab's nicht verstanden. Aber es muss ja fürs Wiederbeleben da sein. Ja, aber weil, das Ganze wenn, vielleicht auch nur koordinieren, ja, ja. Wiederbelebt. Ja, das ist halt ja, weil praktisch. Wenn Hilo weggeht, schaut er ja noch auf dem Auferstehungshub so in die Runde, sag ich mal, und sieht da Myriaden an Wannen, wo irgendwelche leblosen Zylonen drin hocken. Hat mich auch ein bisschen an Matrix erinnert. Aber damals, als die Six die Beers auch getötet hat, in dieser Tiefgarage unter diesem gesprengten Zylonen-Dings da, genau, dann hatten sie doch gesagt, dass es so ungefähr 3 bis 6 Stunden dauert oder so. Und dass sie jetzt so lange Zeit haben, bis die Zylonen wissen, dass sie getötet hat. Also geht das eigentlich nicht so schnell. Vielleicht geht es ja schneller, wenn man dicht in der Zentrale ist. Hockt. Ja, das kann sein. Das ist der Ablauf Weg. Ist, der Ping ist geringer. Ja, der Ping ist geringer, genau. Vielleicht hat man sich dann, falls der jetzt wirklich genau dieser Cavill nochmal auftaucht, vielleicht hat man sich aber auch einfach keine Gedanken drüber gemacht. Aber ist das unser Cavill? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob er nochmal wieder auftaucht. Ich glaube schon, oder? Okay. Ich meine, sonst wäre Boomer doch nicht bei ihm. Ja, wir kennen ja mindestens 2 Cavills. Die haben sich ja in der Zelle getroffen. Ja, aber der Cavill, der sich zum Kopf gemausert hat, ja, der sie auch Gruppe, geboxt der hat. Ist ja. Genau, ja, der ist ja der mit Boomer rumhantiert, wo er sagt, der Lieblings-8. Ganz besonderes, genau, Modell. Ich glaube aber, deswegen wird es wohl der sein. Ja. Die Sache mit den Erinnerungen, ich glaube, das ist vielleicht schon so ein Hinweis drauf, dass es nur um die Erinnerungen geht. Das heißt, der Kerl ist ja nicht scheißegal für die Reihe, weil die Erinnerungen sind wahrscheinlich ja eh gleich irgendwo hochgeladen. Das dauert jetzt vielleicht nicht so lange. Man weiß nicht, vielleicht hat er schon Zugriff drauf. Ja auch, also diese 8 ist ja auch anders. Dieses Cavill-Modell kann ja auch anders sein als die übrigen Cavills. Ist ja auch egal, der Teil stirbt. Aber fällt mir noch was ein zu dem, das ist nochmal ein Rückgriff. Eben hast du ja gesagt, dieser Pilot, der beschwert sich drüber, dass er mit den Zylonen fliegen muss und dann hält ja die 8, die da dabei ist, hält ja dann so eine Rede, dass sie die gleiche ist wie Athena und das Athena, sie sind ja schon ganz oft mit Athena geflogen und deswegen kann man ihr vertrauen.
Da hätte man auch genauso gut sagen können, wir sind aber auch ganz oft mit Boomer geflogen und wir konnten ihr nicht vertrauen. Sie hat dem alten Mann in den Bauch geschossen. Ich als Athena, ich habe einen Zylon in den Bauch geschossen. Was sagt euch das? Ich würde euch allen in den Bauch schießen. Genau ihr kann man nicht vertrauen. Aber es hat niemand gemerkt von den Piloten. Nein. Es hat funktioniert. Genau, ist ja okay. Und dieser Hub ist sehr klein, muss man sagen, weil... Findest du? Ja, weil... Naja, die brauchen ja auch alle nicht viel Platz. Stimmt. Ich meine, das ist das ja jetzt kein Erholungs-, kein Freizeitpark. Da liegen ja einfach nur ganz viele Körper in... Ich meinte auch nur, der ist auch schlecht bewacht. Also sie gehen ja einfach da drauf, gehen einmal um die Ecke und dann sind sie da. Mehr sie gar nicht. Die haben sich halt ihren Einstiegspunkt gut ausgesucht. Ja. Die hatten ja bestimmt ganz viele Profis an Bord, die sie fragen können, wo genau müssen wir hin, damit wir möglichst wenig zu Fuß gehen müssen. Mhm. Also so wie ich das frage, wenn ich irgendjemanden besuche. Wo ist das Klo? Wo kann ich mich in der Nähe bequem hinsetzen? Und genau. Wo ist der Kühlschrank? Was ist so der optimale Mittelpunkt zwischen Küche, Klo und Bett? Und da befinde ich mich für die ganze Party. Dann treffen Sie Biers im typischen Hotelbademantel und nehmen Sie mit. Ja, den hat sie einfach mitgehen lassen. Ja. Die ist durchs Foyer gegangen im Bademantel. Ja, das geht gar nicht. Den tut man schön in den Koffer. Genau, mit den Latschen zusammen. Mit dem Latschen, dem Bügeleisen, der halben Minibar und sagt, haben Sie was aus der Minibar getrunken? Nö, noch nicht. Noch nicht, ja. Noch nicht, ja. Ich habe es nur mitgenommen. Ja, ist das meine Schuld, wenn die nicht richtig fragen? Ja. Ciao. Technisch korrekt ist das Beste korrekt. Die fragen aber eigentlich nur, hatten Sie was aus der Minibar? Ja, was? Ja, letztes Jahr. Was meinen Sie denn? Hatten Sie was mit der Minibar? Nein. Das geht Sie überhaupt nicht an. Wie sind Sie denn drauf? Mit wem ich was in Ihrem Hotelzimmer hatte, das sollten wie Sie nennt, A nicht fragen und B besser auch nicht nachgucken. Überspezifisches Dementi, oder? Wenn man ja, genau. Das brauchst du, wenn du als Pressesprecher für das Innenministerium arbeitest. Wenn man genau eine Geschichte negieren kann. Nein, genau so war es nicht. So detailliert ist. Die Antwort darauf würde Sie verunsichern. Wollen Sie das wirklich wissen? Und dann gibt es noch so eine kleine Szene zwischen der 8 und Hilo, weil die 8... Oh, was ist denn jetzt schon wieder eine 8? Boomer, Athena. Ich kann diese... Weder Athena noch Boomer. Also ja, aber ich kann nur die Zahlen nicht. Athena, Boomer. Aber eine 8 musst du doch kennen. Ah nein, ich kann nur eine 6. Jetzt alle anderen die 8. Die 8 war das erste Modell, was man kannte. Wenn du zwei Sechsen nimmst und die eine drehst und sie dann wieder übereinander legst, dann sieht es ungefähr aus wie eine 8. Genau, oder du nimmst eine 6 und Lee oben, dann hast du auch eine 8, weil der ist nämlich eine 2. Wow. Der war in irgendeinem Film, den ich gesehen habe. Deswegen war er nicht in dieser Episode wahrscheinlich. Ah, ja, genau, musste gerade was anderes machen. Wir ja? werden albern. Mhm. Aber er war wirklich nicht in dieser Episode. Obwohl er war ein Leoben und zwei Dianas. Ja, oder das. Nice. Ein Leoben macht noch einen Sommer. Weil 3+3+2. Piu, piu. Guck mal, jetzt können wir uns sogar unter lehrreichem Wissenschaftspodcast einordnen. Bist du für die Grundschule, erste Klasse. Addition. Wenn wir direkt vor denen veröffentlichen, in so einer Übersicht. Grundschulmathematik und dann jetzt noch fürs Explicit Tech Penis. Rausgeschnitten. Okay, wir sollten wirklich zurückkehren zur Handlung. Ja, aber wir sind auch schon ziemlich am Ende. Weil ich wollte sagen, naja, es gibt kommt noch... Ja, ich meine, jetzt ist jetzt... Szene klingt erst an. Ja, diese Szene jetzt, zwischen jetzt kommt Kilo. Doch endlich Marios großer Einsatz. Okay. Ich warte die ganze Zeit auf Marios großen Einsatz. Ja. Machen wir auch erstmal Hilo und Nummer 8, Athena-Boomer-Kopie. Mir ist eingefallen, dass ich es eigentlich schon erzählt habe. Also Marios großer Auftritt. Sollen wir es denn jetzt trotzdem kurz sagen? Das ist doch total verwirrend. Die ist ja total enttäuscht davon, dass
Hilo sie hintergangen hat, in Anführungsstrichen. Gut. Balta wird verletzt. Durch eine Explosion, die den Centurio, mit dem er die ganze Zeit geredet hat, so, ich glaube, er schützt ihn noch, indem er vor ihm stand. Und er wird aber von irgendeinem Splitter in den Bauch getroffen, mindestens. Ist halt blöd, wenn du aus Metall bist und explodierst. Naja, für den anderen. Nein, für den anderen. Eigentlich auch wieder hier. Der muss auf dem schlechten Fuß erwischt worden sein, weil im Intro sieht man ja jedes Mal, dass Balta sich vor Six gekniet hat, um die Schockwelle zu überstehen von dieser Explosion in der ersten Folge. Sieht man ja immer im Intro. Und hier hat das nicht geklappt. Hier ist der Centurio ja auch so ein bisschen runter. Ja. Das heißt, Six ist standhafter als ein Centurio. Ja, offensichtlich. Er wird dann verletzt und von der Präsidentin auf eine Liege getragen. Und nun Einsatz Mario, der Erste-Hilfe-Kasten. Das ist ein echt riesiger, schöner Erste-Hilfe-Kasten, muss ich sagen. Die Präsidentin hat ihn verarztet natürlich, kümmert sich und leistet Erste Hilfe bei Balta. Sie möchte ihn nicht verbluten lassen. Mhm. Es kommt ziemlich viel Blut raus eigentlich und sie legt dann, ich weiß nicht, wie dick das war, vielleicht 2 mm, irgendein Hackschiertuch drauf. Das war wirklich ein riesiger Lappen, wie ich aber auch eine Zukunftsmullbinde, die 1000-mal mehr Fassungsvermögen hat, als das. Nein, also, so. Ja. Aber auch wenn die 1000-mal mehr Fassungsvermögen hat, saugt die das Blut ja auf. Das Problem ist ja, dass es rauskommt. In den Körper. Nee, die besteht quasi genau aus Blutstillern. Ah. Das ist genau wie eure Rückstoßpistole aus Folge 66. Ach so, ja. Die Perpetuum mobile. Daran musste ich übrigens denken, kurzer Seitensprung, weil ich Last Man Standing? Last Man Standing geguckt habe, genau. Da ist es einfach so absurd, ja. Wie weit sie mal kriegen. Ja, okay, reicht schon. Toller Film, aber. Ja, nicht, dass sie jetzt irgendwie auf die Wunde drauf drückt, was man eigentlich zuerst machen sollte, sondern sie lässt es schön rausströmen durch das Blut. Und die Wundauflage war zufälligerweise genauso breit wie die Schnittwunde. Was für ein Zufall. Das war das Erste, wo ich da pausiert habe. So, was? Sie klatscht es halt nur einmal so drauf, zack, und irgendwie war es fertig. Ja, macht man natürlich nicht so, weil normalerweise bei so einer Wunde musst du draufdrücken. Weil da kommt der Blut und so raus. Hört ja nicht auf, wenn irgendwas drauf liegt. Ist ja gerade mega dick, mega Teser. War ja völlig aufgeklafft, die Wunde, gell? Ja, es war ziemlich aufgeklafft. Und was aber dann noch lustiger war, ich meine, ich jetzt immer so weiter über die Szene, ja. es kommt ja endlich das Geständnis raus, nach so vielen Folgen endlich. Die Präsidentin hatte schon geahnt, dass bald irgendwas mit dem Angriff zu tun hat auf die Kolonien. Und er ist halt jetzt ein bisschen unter Schock halt, eh klar, Blutverlust, und gibt halt dazu, ja, ich habe die Codes an die Zylonen weitergegeben. Und da hat sie endlich ihre Bestätigung gehabt. Aber er sagt auch dazu, ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Genau. Aber ich weiß nicht, ob man das bei euch so auch sagt. Bei uns in Österreich sagt man halt so, Dummheit schützt halt irgendwie nicht oder so in der Art. Also na, Unwissenheit. Unwissenheit schützt ja nicht. Ja, so war das. Aber ja. Ja, sprich weiter. Warum lachst du? Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ach so. Was sie da macht oder was? Ja, nein, er erzählt dann von seinem Gott und Gott hat. Also, weil in dem konkreten Fall schützt Unwissenheit sehr wohl vor ausbluten lassen als Strafe. Ich finde das jetzt kein gutes Argument zu sagen. Nein, naja, aber du hast ihn nicht verstanden. Okay. Ja. Ja, also nur weil er sagt, ich habe es unwissend gemacht, heißt das ja nicht, dass die Präsidentin ihn dann nicht ausbluten lässt. Also schützt. Ja, aber so sollte es sein. Ja, du ist es aber nicht. Ja, aber sie will trotzdem, ihre Rache. Ja, das ist aber kein guter Grund. Ja, das sagt ja Mario auch nicht. Er sagt ja nur, dass es so ist. So ist. Dass er das so sieht. Ja. Also der Balta, nicht Mario. Ja, oder die Präsidentin. Also, weil ich fand das auch für Battlestar Galactica-Verhältnisse fand ich das so eine fiese Szene, wie er da liegt und sagt so, bitte machen Sie das nicht, bitte machen Sie das nicht, bitte nicht. Und sie sitzt da und
Und er wird einfach so langsam leiser und schwächer und sagt, oh nein, bitte machen Sie das nicht, bitte lassen Sie mich nicht sterben. Das fand ich auch so komisch, weil sie nimmt ja einfach nur die Mullbinde oder was das ist, wieder ab. Und das ist für ihn so das Zeichen, dass er halt, ja, aber das ist was für ihn das? So das Zeichen ist, dadurch werde ich jetzt sterben. Weil sie diesen vollgesogenen Flatschen da abgenommen hat, das ist mein Todesurteil. Bei mir war das dann sofort so, dass ich null Sympathie für Roslyn hatte und voll bei ihm war, weil ich mir vorstellen musste, also einfach so dieses Gefühl, du liegst da und jemand bringt dich um, aber hat noch nicht mal die Eier, dich einfach schnell umzubringen, sondern guckt jetzt dabei zu, wie du langsam ausblutest und das ist einfach mega, mega fies. Ja, und das ist auch der Wendepunkt in der ganzen Geschichte oder in ihrer Geschichte, weil sie hat dann ja wieder diese Vision, Halluzination, wo ihr mal eingetrichtert wird, du, der Typ ist nicht nur böse, der hat Scheiße gebaut, ja, aber es ist kein Grund, das zu machen, was du jetzt hier gerade machst. Und da zeigt sie dann ja kurz Reue. Mhm. Ja. Weil sie selber ist ja quasi auch eine Todgeweihte und würde halt im Umkehrschluss hoffen, dass er ihr hilft oder alle ihr helfen. Und ich meine, er hatte ja auch schon mal geholfen. Ich kann ihre Entscheidung aber schon irgendwie nachvollziehen, warum sie das so macht. Wahrscheinlich, was? Ha. Ich habe dich zu Recht angegriffen vorhin. Mich? Ich wusste es zwar noch nicht, aber ich hatte recht. Ach so, ja. Ja. Ja, stimmt. Ja, wenn du es so siehst, dann ja. Ja, das ist richtig. Zumindest hatte Phil recht. Dann können wir hier jetzt aufhören. Ja, bitte. Begründe, warum das in Ordnung ist. Phil, du kennst mich. Das ist einfach so. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es in Ordnung ist. Das ist voll falsch jetzt. Nein, ich habe gesagt, ich kann es verstehen. Ich sage nicht, dass es in Ordnung ist, was sie da macht. Überhaupt nicht. Mhm. Nein. Sage ich noch immer das, was du denkst, dass ich es sagen würde? Nee, ja? Warum kann ich das verstehen? Sag doch mal noch irgendwie was. Das ist der Mensch, der eigentlich Schuld daran trägt, dass die Menschheit ausgelöscht wurde. Natürlich, er wusste damals nicht, dass es so ist. Aber er hat trotzdem Scheiße gemacht. Er wusste aber damals, dass man das nicht machen sollte. Aber er hat trotzdem gemacht. Das heißt, er ist trotzdem schuld. Nein, das. Ja, sorry, natürlich. Nee. Oh ja, ich gebe jetzt aber mal die ganze Militärcodes meiner geilen Schnecke da, die jetzt in meinem Bett liegt, weil sie ist ja nur eine geile Blondine. Ja. Und am nächsten Tag Atombomben auf der ganzen Welt. Mhm. Oh, ich bin nicht schuld. Ich weiß es ja nicht, dass sie so böse war. Sie sah unschuldig aus. Weiß ich ja nicht. Wie sie da so nackt vor mir stand. Ja. Und mich beschützt hat vor der Explosion. Also da war sie ja still an. Nein. Ist natürlich scheiße. Ich weiß auch, was du meinst, aber ich muss sagen, ich fand's cool. Ich fand das sehr cool eigentlich. Ah. Wie sie es abzieht, war lächerlich. Aber ich konnte es nachvollziehen. Keine Ahnung. Ich bin nicht ja, interessant, gegeben. Also dass du mit der praktischen Darstellung der Tat mehr Probleme hast als mit der eigentlichen, mit der eigentlichen Tat. Aber es gibt ja auch Unterschiede zwischen nachvollziehen und akzeptieren. Ja. Ja. Also nachvollziehen kann ich es auch, akzeptieren könnte ich es nicht. Nachvollziehen, dass jemand so handelt, das ist halt so Alte Testament-mäßig. Du hast ein Unrecht getan, dafür musst du jetzt sterben. Nein, Moment. Alttestamentarisch ist er ganz extrem auf Gleiches mit Gleichem vergelten. Ja, er hat Leute umgebracht. Nein, hat er eben nicht. Indirekt. Ja, aber das ja, dann soll ja so. Sie aber sie bitte, dann soll sie ihn aber auch genauso indirekt umbringen. Macht sie ja. Dann soll sie ihn, nein, ja. Sie lässt ihn ja verbluten. Nein, sie bringt ihn ja ganz aktiv um. Dann soll sie ihn irgendwo hinbringen, wo jemand anders Atombomben abschmeißt. Nee, das ist unterlassene Hilfeleistung. Bringt ihn doch gar nicht. Richtig. Team hat es jetzt gesagt. Sie hat ihn ja schon verbunden. Sie hat ihn schon verarztet und nimmt das wieder weg. Das ist natürlich ist das aktives Umbringen. Ja, das kann man ja rausschneiden. Nein. Also
Also, das kann man in der Faust noch glatt bügeln. Hätte der Typ doch nicht überlebt, nur weil da das Dingelchen drauf ist. Ja doch, das hatten wir ja schon geklärt. Das war ja ganz modernes. Also Mario als Fachkraft hat eindeutig gefallen. Das funktioniert. Wenn eine Größe hat geholfen. Und wenn da noch Dinosaurier drauf gedruckt werden, dann wird das noch viel mehr helfen. Nee, das ist die künstliche Schwerkraft in dem Raumschiff, die drückt es nach unten. Was ich aber dann noch faszinierender fand, ja, um das noch zum Abschluss zu bringen jetzt, wie geil sie als Hilfe geleistet hat. Sie klatscht ja wieder ein neues drauf, okay, und dann legt sie mir noch irgendeinen Zugang, weil sie gibt ihr eine Infusion. Warum kann die sowas? Weil sie Bildungsministerin war, sie war Lehrerin. Und das Nächste ist, warum liegt das einfach nur so auf dem Körper? Das musst du eigentlich nach oben halten. Das geht ja nicht. Wie soll das denn so richtig schön fließen? Ach, künstliche Schwerkraft. Mario, Zukunft. Ja, Zukunft. Außerdem Zukunft blinkt gut, auf lange so groß sieht. Da blinkt rotes Licht in der Wand. Das ist das, hier wird gerade erste Hilfe durchgeführt. Also, außerdem sagt sie ja noch, zitiert doch noch Dr. Kottel, das hilft auch. Ja. Und da sind außerdem Nanoroboter drin, die das in die richtige Richtung bewegen. Die das nach unten drücken. In der Wundauflage. Wird auch schon helfen. Ja. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich puste es ihnen auch in den Körper. Auf jeden Fall gibt ihr der Erfolg recht. Er überlebt. Ja. Weil Diana kommt dann ja und sagt, oh, was ist mit ihm? Ach ja, er wird es überstehen. Wenn der Roboter sagt, er wird es überstehen, dann ist es ja auch so. Ich bin Ärztin nebenbei, während ich Reporterin war. Und dann lässt sie die Präsidentin aber ziemlich kalt abblitzen. Also Diana. Und mich auch. Und dich auch? Ich kenne das alles aber ja noch. Aber Diana hatte da doch auch noch irgend so einen coolen Spruch. Ja, sie hat mich auch kalt abblitzen lassen, weil sie an ihr sagt, ach so. Wenn die Präsidentin fragt, wer sind die 5 Zylonen? Und Diana ja, sagt, genau. Ach, wissen sie nicht, dass sie einer von ihnen sind? Das fand und ich total großartig. Shit. Und dann sagt sie, ach komm, wirklich? Hast du das jetzt geglaubt? Und ich habe mich so beleidigt gefühlt. Ja, das war eine großartige Also bei mir hat es echt funktioniert. Ja. Ich habe wirklich gedacht, die erzählt die Wahrheit. Aber sie behält die Information für sich als Schutz. Ja, und so wie wir Roslyn kennen, ist das keine dumme Entscheidung. Ja, genau. Wenn man nicht Adama heißt, sollte man immer etwas in der Hinterhand haben. Das ist richtig. Apropos. Sprung! Heißt hier jemand Adama? Ist hier jemand, der reinscheißt? Ja, sie springen dann zurück. Aber was machten wir die 3 Tage lang in dem Rap? Lesen. Lesen. Nee, apropos reinscheißt. Die haben bestimmt ein Klo in dem Raptor. Das ist ja ein Langstreckenschiff. Im Anzug. Ja, der Anzug. Der Anzug. Das wird alles recycelt. Das sind recycelt. Das sind die Anzüge aus Dune. Geupcycelt. Und dann trinkst du es wieder. Ja. Ja. Aber es ist ein Langstreckenschiff. Die sind doch öfter mehrere Tage damit unterwegs. Das ist ja, natürlich ist da ein Klo drin. Da ist bestimmt sogar eine Dusche im Anzug. Drin. Im Anzug. Ja, das musst du sofort recyceln. Nicht das ist alles im Anzug. Dusche, Klo, Küche. Schlafzimmer. Bibliothek. Garage. Okay. Zylonen. Ein Reißverschluss. Ah ne, ihr habt Klettverschluss, ne? Mhm. Zukunft. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat sich das Warten gelohnt, denn der Todesstern, hätte ich fast gesagt, der Rebellen-Zylonen-Basisstern taucht genau da wieder auf, wo er verschwunden ist. Und der alte Mann hatte recht. Die Überreste, die sie gefunden haben, waren von einem anderen Basisstern. So okay. Klug. Ja, die anderen haben ihm doch gesagt, sie sind tot, sie sind alle tot. Und in der letzten Folge hast du das schon wieder vergessen. Ja. Ja, naja, dem habe ich jetzt auch nicht so viel Bedeutung beigemessen, weil ich mir schon dachte, nicht tot. Er war ja der Einzige, der gesagt hat, das ist ein anderer Basisstern. Ach so. Und er hatte recht. Genau wie Phil, weil Phil hat das natürlich auch nicht geglaubt. Aber Phil kennt ja auch das Ende der Serie. Ja, das kennt der Admiral nicht. Das ist richtig. Wärst du mal besser, Admiral. Ist auch besser für ihn so. Oh, danke. Hast du mich jetzt gespoilert?
Das kommt drauf an, was du dir daraus baust. Auf jeden Fall gibt es hier noch einen Fun-Fact. Die Sternenkonstellationen, die man sieht, wenn der Admiral aus dem Fenster guckt, sind die, wie man sie von der Erde sieht. Das heißt, sie müssen jetzt schon... Adama ist die Erde. Sie müssen jetzt schon sehr dicht an der Erde sein. Ohne es zu wissen. Oder es ist einfach nur dumm gelaufen. Oder sie haben es wirklich im Raumschiff im Erdorbit. Genau. Das könnte sein. Mit dem Budget. Ja, und dann fängt Ende. Kommt der treffen sich das, die beiden sogar wieder. Das große Wiedersehen. Das war sehr lieb. So lieb gemacht. Ja, weil Roslyn, die fallen sich in die Arme. Roslyn sagt, ich liebe dich. Und er hat seinen großen Han Solo-Moment und sagt, es wurde auch langsam Zeit. Fun Fact. Und das ist eine sehr kluge Mario. Antwort. Ja. Ein Fun Fact. Billy hätte damals ich liebe dich sagen sollen, aber er hatte keine Zeit. Hä? Nein, jetzt wird's Blödsinn. Ich fand's witzig. Tim. Danke, Phil. Ich habe jetzt überlegt, auf welcher Seite, auf Adamas oder auf Russell. Ja, aber die Antwort von ihm ist doch total gut, weil egal, ob er sie jetzt auch liebt oder nicht, ist es gültig. Also je nachdem, worauf du es halt beziehst. Ja. Oder dass sie... Also wird Zeit, dass du wieder da bist. Ja. Dass er halt das völlig ignoriert und sagt, endlich sei er wieder da. 3 Tage in einem Anzug. Uiuiui. Du willst gar nicht riechen, wie es unter meinen Armen müffelt. Aber da ist er trinken muss, riecht sich dann eh. Ja. Ja, und damit endet die Folge. Richtig. Das ging jetzt ziemlich schnell. Die Folge oder der Podcast? Nee, also das Warten von Adama. Ach so. Ja, er hat ein Buch mitgenommen. So wie das aufgezogen. Das heißt, er hat sich für 3 Monate eingerichtet. Nee, das Buch hatte er ja schon fast zu Ende gelesen. Das heißt das bei immer mir noch hier Sea Rider. Ich dachte, das wäre das. Heißt. Ist das nicht gewesen? Ja, das war es auch. Ja. Okay. Da hat er jetzt schon nur noch aber das Ende gelesen. Je nachdem, wie ein Buch ist, können ein paar Seiten auch über mehrere Monate dauern. Ja, das ist wahr. Vielleicht hat er das Silmarillion noch dabei gehabt. Komm zurück. Oh, das ist so langweilig. Ich will es nicht anfangen. Es wird mich wirklich mal interessieren, wie viele Leute, nachdem sie den Herr der Ringe gelesen haben, völlig begeistert sich das Silmarillion gekauft haben. Und sagen, geil, mehr aus diesem Universum. Ich hab letztens ein Reddit-Thread gelesen. Ich habe letztens ein Reddit-Thread gelesen, wo einer halt in diesem Bücher-Subreddit angefragt hat, so, ich habe jetzt das Silmarillion gelesen. Sollte ich als nächstes den Herrn der Ringe lesen oder den Hobbit? Und alle Antworten waren so, wow. Wow. Nein. Nicht dein Ernst. Der war aber sehr motiviert dann noch. Ja, ja. Und ein paar Leute haben gesagt, das eröffnet dir bestimmt ein völlig anderes Bild auf den Herrn der Ringe. Bitte sag uns, wie es war. Ja, das war's. César. Dann sind wir gespannt und ich darf schon mal auf die nächste Folge spoilern. Nein, natürlich nicht spoilern, aber teasern, so heißt es. Vielleicht erfahren wir in der nächsten Folge etwas über die 5. Wie es weitergeht. 5 letzten Zylonen. Ja, aber Volker, wir kennen doch schon 4. Wow. Naja. Tim, du kennst schon 4, ne? Ja, verdammt. Wir wissen es ja schon. Ich dachte mir gerade auch so, was ein Teaser. Vielleicht sollten wir das rausschneiden und nochmal, du fängst einfach den Satz nochmal neu an. Das okay. Lassen wir schön. Ich teaser nochmal neu. Vielleicht erfährt ja die Crew der Galactica in der nächsten Folge, wer die 5 Zylonen-Modelle sind. Das wäre toll. Das ist übrigens Suspense. Suspense ist, wenn der Zuschauer schon mehr weiß, aber die Filmcharaktere noch nicht.
Das ist Suspense. Oder wenn so fucking Violinen einsetzen. Nein, das hat nichts mit Suspense zu tun. Das sagen doch. Nämlich immer, das Wort Suspense wird sehr oft benutzt, wenn man eigentlich Spannung meint. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Suspense? Aber es heißt Suspenseful Music. Das stimmt aber nicht. Ja, dann ändert den Wikipedia einfach. Ich glaube, das geht. Das hat das schon mal jemand gesagt? Ich glaube, so funktioniert aber ändere keine englische. Ja, ja. Aber innerhalb von ein paar Minuten wird es dann wieder zurückgeändert. Bei der englischen vielleicht nicht. Und dann schaust du dir immer die Diskussion an. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Wikipedia-Autoren sind ein spezielles Völkchen. Gut. Kommen wir zu den letzten Worten. Nee, wir müssen erst bewerten. Wir hatten jetzt sehr lange Pause. Das muss man jetzt erstmal dazu sagen. Aber zuerst kommt die Bewertung. So, in welcher Reihenfolge machen wir das? Ist eigentlich ganz egal. Ich muss nur als Letztes. Ich muss mir gerade wieder unseren Modus vor Augen führen. Du bist der Letzte. Ja. Wir machen das ja noch nicht so lang, diesen Podcast. Ja, wir haben jetzt sehr lange Pause. Also dieses Jahr noch nicht. Ja. Ja, 20, dann fange ich einfach 20, mal an. Wird alles resettet. Ich glaube, am 3. November oder so haben wir zuletzt aufgenommen. Also schon zwei Monate her. Ja, dann so, kann ich nicht anfangen. Dann, Phil, wie hat dir denn die Folge gefallen? Die Bewertung ist, glaube ich, ein bisschen unfair, aber ich war unfassbar müde, als ich die Folge gesehen habe. Deshalb konnte ich auch keine Zusammenfassung machen, weil ich habe, glaube ich, die Hälfte der Folge nicht so richtig mitbekommen, weil ich die ganze Zeit in so einem Dämmerzustand war. Also was bei mir hängen geblieben ist, war diese Sterbe-doch-nicht-Sterbe-Szene zwischen Balta und Roslyn. Die fand ich unglaublich stark. Eigentlich habe ich, glaube ich, fast nur Balta-Szenen so richtig mitbekommen. Und die waren entweder lustig oder sehr tragisch. Mit diesen Traumsequenzen von Roslyn konnte ich relativ wenig anfangen. Wahrscheinlich, weil ich die Hälfte nicht so richtig verstanden habe. Also unfair, aber ich 6 Punkte, weil ich einfach viel nicht mitbekommen habe. Was ich mitbekommen habe, war ziemlich gut. Ben? Also ich muss sagen, mir hat die Folge gut gefallen. Ich fand es auch mal schön, dass sie quasi direkt da eingesetzt hat, wo uns der letzte Cliffhanger quasi hängen gelassen hat. Ich mag es nämlich nicht, wenn es einen Cliffhanger gibt und die nächste Folge oder die Folge, die quasi auf den Cliffhanger dann folgt, noch irgendwas dazwischen schiebt oder irgendwie 3 Monate später spielt oder was auch immer, sondern ich mag es einfach, wenn es direkt weitergeht. Und deswegen fand ich den Einstieg in die Folge gut. Ich fand auch den Inhalt gut, gerade was dieses Resurrection Hub angeht, weil dadurch, dass die das jetzt losgeworden sind, bekommt der Kampf zwischen Menschen und Zylonis auch mal eine ganz andere Seite, weil die Zylonen jetzt genauso aufpassen müssen, was in den Kämpfen passiert, wie es auch die Menschen tun müssen. Weil wir haben es ja jetzt gelernt, wer jetzt stirbt, ist tot. Die Raumschlacht war ganz nett. Endlich mal wieder ein bisschen Action. Ich gebe der Folge 8 Punkte. Okay, Mario? Ich schließe mich dem Ben an. Ich fand die Folge eigentlich auch ganz gut. Ich war mir jetzt aber nicht sicher, wie viele Punkte ich hergeben soll. Deswegen ist gut, dass der Ben jetzt was gesagt hat. Ich habe nämlich zwischen 8 und 9 Punkten. Naja, irgendwer wird schon die Folge auch cool finden, habe ich gehofft. 8 und 9 hätte ich nämlich gegeben. Ich gebe der Folge aber auch 8 Punkte. Ich fand es spannend eigentlich. Und was ich ja schon so cool finde, ist wieder mal eine Folge auf der Seite der Zylone. Natürlich jetzt wieder in Kombi mit den Menschen. Aber trotzdem war es eher wieder so eine Zylone-Folge, finde ich jetzt. Auch wenn Russell auch total im Vordergrund stand. Mir gefällt die Handlung bis jetzt echt gut. Es nimmt wirklich an Fahrt endlich auf. Und 8 Punkte.
Und dann fehlt noch Jan. Ich gebe 9. Alles nur wegen deines Funfacts mit dem Sternbild am Ende. Okay. Nein, okay. Unter anderem. Das finde ich einen coolen Funfact. Was ich aber toll finde, ist eben A, was Ben schon sagte, dass eben die letzte Folge jetzt direkt weitergeht, aber eben diese Simultanität von den beiden Folgen gemacht wird. Also, dass jetzt die Handlung erzählt wird, die auf dem Basisstern zur gleichen Zeit der letzten Folge was ja beschrieben wird, was da passiert ist. Und es dann zum Ende dieser Folge zusammengeführt wird. Das finde ich sehr cool. Und das Gespiegelte, was man eben jetzt am Ende der Folge sieht zur Folge davor, was wir besprochen haben, hat mir sehr gut gefallen. Um das Charakterkammerspiel, alles nur an Bord dieses Basissterns. Und dadurch, dass jetzt Diana wieder aufgewacht ist oder aufgeweckt wurde und als Teil der menschlichen Flotte da ist, wo ja auch die 5 Zylonen sind. Und das ist Suspense und bereitet mir sehr viel Freude und Spannung für die nächste Folge. Und das Gefühl mag ich und daher 9 Punkte. Okay, dann fehlen noch ich. Ich gebe 7 Punkte. Boah, wir haben 6, 7, 8 und 9. 2x8 und einmal 9. Ja, also ich war zwischendrin manchmal so ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Und ich war nicht besonders müde, als ich die Folge geguckt habe. Aber trotzdem hatte ich mir... Ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt jetzt. Trotzdem habe ich mir gesagt, es gibt bessere. Also ja, so gerade was Roslyn und Balta anging, fand ich die Folge gut. Aber so... War jetzt nicht so mein Highlight. Ich kann es auch nicht so richtig begründen, aber ich war nicht so ganz begeistert, während ich sie gesehen hatte. Vielleicht fehlte mir die Galaktika. Mal gucken. Aber beim nächsten Mal kommt die bestimmt wieder. Ich wollte dir eben nicht ins Wort fallen, Ben, aber das, was du beschrieben hast, ist doch eigentlich genau so. Das gab den Cliffhanger und dann ging es erst in der übernächsten Folge weiter mit der Auflösung. Ja, das stimmt. Nee, so. Deswegen habe ich mich nochmal korrigiert, mich mit der nächsten, sondern mit der Folge, die quasi auf den Cliffhanger sozusagen folgt, inhaltlich. Weil so. Ich mag es nicht, wenn zwischen Cliffhanger und dem Continue quasi eine Zeit im Hintergrund verläuft, die wir nicht mitbekommen. Das hast du ja auch oft. Ja. Dass irgendwie mal eine Staffel endet mit einem Cliffhanger und die nächste Staffel fängt dann 6 Monate später. Und dann, wie es dahin gibt, wie es dazu kommt. Ja, genau. Ja. Verstehe. Okay. Gut, aber was man ja auch oft hat, es gibt einen Cliffhanger und dann geht es in der nächsten Folge absichtlich, um die Spannung zu steigern, um was anderes. Und so war es ja eigentlich hier auch. Also, weil natürlich ging es schon an der anderen Handlung weiter, aber wie es mit dem Basisstand ausging, das hat man dann erst eine Folge später erfahren. Okay, dann letzte Worte. Phil. Achter. Muss eh noch das Soundboard suchen. Das trifft sich gut. Jetzt habe ich es. Adama ist die Erde. Adama ist die Erde, sehr gut. Dann Ben. Commander Cody. Mario. Fun Fact Billy. Okay. Jan. Nukleares Taximanöver. Okay. Und ich sage Zylon Basishund. Basishund? Hund. Ja, Hund, wie Katze. Hund. Wegen dem Zylonenhund und der Metapher von Balta. Obwohl, ich habe noch als Wort aber auch mal Zeit. Hä? Stimmt. Nicht verstanden. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Bob. Warum wurde Zeit? Das ist ja das, was Adama zu Roslyn sagt. Ach so, ich weiß. So, es ist auch so Meta, weil es wird auch nochmal Zeit, dass wir eine Folge aufnehmen. Wow. Verdammt.
Du sollst die Szene, die ich mit dem Centurion vorhin gesehen habe, das war ja sogar die Stelle mit dem Hund. Ja, ja. Das war mir ja gar nicht bewusst, dass es der Zeitpunkt war. Wo der den Kopf schief legt, meinst du? Ja. Ja. Ja, ja. Das war die Stelle mit dem Hund. Ich hatte auch auf dem Rückweg, auf dem Fahrrad, als ich noch die Episode 66 gehört habe, gedacht, boah, ja, diese letzten Worte nimmst du. Und dann habe ich sie natürlich vergessen und saß die letzten 5 Minuten da, während ihr anderen schon erzählt habt, was ihr mögt, hab mit einem Ohr hingehört und dachte, boah, was war das? Es war irgendwas mit Nuklear. Es war auch nicht das, was ich jetzt gesagt habe. Nukulares Manöver. Aber ist auch egal, wir nehmen, im Zweifelsfall wird eh immer das genommen, was Tim sagt. Nukular oder Aluminium? Ist das doch nicht die gute Wahl, das Tim zu überlassen. Naja, Alternative, möchtest du die Arbeit machen? Also nächste Woche dann Star Wars, ne? Nächste Woche dann Star Wars. Episode? Ende. Neun. Nein. Episode nein. 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 Ich überlege, ob ich den auch nochmal gucke, aber ich glaube nicht. Ich gucke ihn vielleicht jetzt am Wochenende mit meiner Freundin nochmal. Aber 19 Uhr, also, ja. Das Dumme ist, je mehr ich über diesen Film nachgedacht habe, desto besoffener muss ich, glaube ich, gewesen sein. Echt? Also ich stehe immer noch zu meiner Wertung. Okay. Zu 100%. Ja, ich ja auch. Er gefällt mir ja auch nach wie vor, aber irgendwie denke ich so. Ja, man darf nicht drüber nachdenken, so geht's mir auch. Ja. Man muss ihn einfach wirken lassen, aber man darf einfach nicht drüber nachdenken, weil je länger man drüber nachdenkt, umso schlechter wird es. Ja, es ist wie ein Deadpool. Den darfst du auch nur wirken. Nee, es gibt Filme, wenn du drüber nachdenkst, werden die nur besser. Genau. Genau, zum Beispiel aber Episode 2. Aber die guckst du wahrscheinlich nicht. Episode 2 ist ein sehr gutes Beispiel, Ben. Ja. So viel tiefsinnige Dinge über Sand. Über Sand. Ja, weil dann merkst du erst, dass es so schlau war. War da nicht Ray die Szene auf der Wiese mit Anakin und Padme? Also auf Sandplaneten zu verstehen. Gott. mit den Kuhpferden. Ja, ja, mit diesen komischen diesen riesen Zeckenläusen. Ja, genau. Ich liebe dich mehr als die so du schon, mich. Die haben mich schon immer an Zecken erinnert. Ich liebe dich mehr als widerliche. Ich habe immer erwartet, dass die aufplatzen. Und dann kommt da alles raus. Wir wissen, wenn er sowas schreibt er in eine Szene, die er romantisch haben will. Das ist halt George Lucas. Ey, George Lucas. Also vielen Dank für Star Wars und so, aber jetzt reicht's auch. Aber Romantik vielleicht nicht machen. Ja, Dialoge konnte er ja wohl noch nie schreiben, habe ich mal gehört. Aber Phil, dann ist genau dieser Schokoriegel genau was für dich. Ich habe heute zum ersten Mal, ich habe also nicht ganz, aber ich glaube, ich habe zum ersten Mal auf Englisch Return of the Jedi gesehen. Nur so kurz in Ausschnitten, weil ich das zufällig gefunden habe, während ich rumgespielt habe an meinem Fernseher. Okay. Diese Pause gerade. An meinem Fernseher. Und ich glaube, ja, ich hatte einen ersten Namen, Mal, heißt Fernseher. Ich habe so die ersten 5 Minuten geguckt und das ist schon ziemlich gut. Also so ein alter Star Wars-Film ist schon ziemlich ist gut schon, im Gegensatz zu euch. Wolltest du nicht eigentlich irgendeinen Reim erzählen? Was ja, war die Geschichte? Was sagt denn der? Irgendwas sagt der Imperator, was sich reimt. Only now? Er sagt auf Deutsch irgendwie erst jetzt, wo dein Ende naht. Nee. Das sind aber nicht die ersten 5 Minuten. Also nee, Ende. Das ist, ich habe ja auch dann vorgescrollt, immer mal so ein paar Stunden. Ich hab zum Beispiel die Speederbike-Verfolgungsjagd habe ich mir angeguckt. Und ich fand es am Ende sehr schön, dass da jetzt, tatsächlich fand ich sehr schön, dass da der junge Anakin war. Aha. Anstatt, früher war das ja irgendwie so ein Typ, der sonst nie vorkam. Den man da als Geist sieht. Ja, und der Typ, der halt auch unter der Maske war, als er die Maske hochgenommen hat. Genau. Aber das ist ja egal. Und das ist aber echt cool, dass sie da jetzt den richtigen Anakin hingemacht haben. Irgend so ein Typ. Ja, der Schauspieler halt. Der Schauspieler halt, genau. Ja, und jetzt ist es halt der richtige Anakin, den jeder kennt. Das ist doch gut.
Ja, ich habe vorher was mit der, die man vorher gesehen hat. Ja. Das ist fast so cool wie CGI Leia. Genau. Ja. Die hat sich Jahre lang auch gefragt, so wer dieser komische Typ ist, der da mit rumsteht. Ich weiß, wer die beiden sind, aber wer ist der dritte? Qui-Gon sah anders aus. Ist das Lukes Onkel? Nee, der sah anders aus. Und warum war sollte Feuchtfarbe als Nachtgeist auftauchen? Ihr seid doof. Ich wollte damit ja nur sagen, es war nicht alles schlecht. Und der Lukas war nicht alles schlimm, ja. Ja, manches war sogar sehr gut. Ist das Angry Chicken? Um einen Lukas-Dialog, um einen Disney-Dialog zwischen Han und Leia zu zitieren. Was? Was? Na, da gibt's in Episode 7 gibt's den Dialog zwischen Leia und Han, wo Han sagt, es war nicht alles schlecht. Oder Leia sagt das. Und dann sagt Han, ja, manches war sogar sehr gut. So viel zu Lukas-Dialogen. Das ist jetzt aber auch in dem neuen Film nicht so gut. Das meinte ich ja damit. Ja. Das war ja im neuen Film. Ja, aber ich finde es gut, dass sie da, jetzt habe ich nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Hayden Christensen. Hayden Christensen reingepackt. Aber wo war das noch? Es gab doch von irgendwo eine Star Wars-Verarsche, wo die dann eben auftauchen. Er ist eben Obi-Wan und dann der Yoda und dann der alte eben Vader-Schauspieler und der verwandelt sich dann so in den jungen Hayden Christensen und die anderen wirklich ernsthaft. Warum war das ja gar nicht der Vader-Schauspieler? Das war ja nur der, den man gesehen hat, als er die Maske abgenommen hat. Das war ja gar nicht David Prowse. Browse ist ja auch kein Schauspieler, der ist ja Stuntman. Der, dessen Gesicht man halt gesehen hat, ja. Ja, das hat man eben nicht erkannt. Weil er eine Mundharmonika vor dem Gesicht hat. Hätte ich das eigentlich können? Das wäre lustig. Er hätte den Imperialen Marsch noch ein letztes Mal spielen können. Das war Sebastian Shaw und der wurde sogar noch im Abspann genannt, habe ich gesehen. Ja, natürlich, er hat ja auch mitgespielt. Aber er wurde nicht mehr gezeigt. Ja, doch. Ach so, ja, als er die Maske abgenommen hat. Ja. Na gut, da hätte man auch einfach eine Puppe hinsetzen können. Da hätte man ja auch was hast du gegen diesen Typen? Der hat ja doch nichts getan. Ihr habt ja was gegen mich. Ich sag ja nur, der Film wird dadurch besser, dass man jetzt einen richtigen Anakin hingepackt hat. Ich finde das super. Hayden Christensen hat nach Star Wars genauso eine große Karriere hingelegt wie Sebastian Shaw nach Kevin allein zu Hause. Wie Sebastian Shaw wahrscheinlich. Aber ich glaube, er hat weniger Drogen genommen als Macaulay Culkin. Ich glaube ja auch. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ich habe schon eine Weile keine Bilder mehr von ihm gesehen. Allerdings war er ja auch schon erwachsen. Macaulay Culkin sieht mittlerweile wieder ganz gut aus. Ja, ich glaube, von Macaulay Culkin kenne ich aktuellere Bilder als von Dingsy Bumsy. Wenn ihr das jetzt macht, dann sollte das da, ja. Aber auch diese Anfangsszene von Die Rückkehr der Jedi-Ritter, die ist einfach so viel besser wie das, was heute so gemacht wird, weil die sich einfach Zeit lassen. In dem Fall sagt man als. Weil die sich einfach Zeit lassen. Okay, mit euch brauche ich eh nicht reden. Die Anfangsszene, was meinst du denn? Mit dem Todesstern, wenn Vader ankommt, oder? Ja, genau. Welche meinst du? Die nach dem Crawler. Die war aber toll. Du hast auch total recht. Also ich muss dir vor allem zu dem letzten Star Wars Film total beipflichten, weil da fing es auch so langsam an, also der klassische Pan-Shot und du siehst einen beeindruckenden Planeten und ein großes Schiff. Und dann kommt auf einmal dieses Hyperraumgestottere nach 30 Sekunden oder was weiß ich wann. Und das war einfach so schnell. Und da habe ich mich wo war es in Episode 4, wenn Han Solo ja sagt, man springt nicht einfach so in den Hyperraum. Ja gut, das kann ja wiederum dann ein Gag sein, das da drauf zu referenzieren sogar. Vielleicht haben sie das sogar deswegen gemacht. Aber ich glaube, denen ist einfach alles scheißegal. Das glaube ich auch. Aber es war lass wirklich sehr schnell. Lass das ruhig jetzt schon alles raus. Schnell. Das ja auch, wir schneiden es fließen. Einfach rein. Es gab ja, ich habe ja auf der Rückfahrt mit Dalat die Radio Tatooine-Folge angehört, wo der dortige Host sich auch so ausgekotzt hat über den Film, dass er danach so eine dreiminütige noch so eine Entschuldigung aufgenommen hat. Ich mag Star Wars eigentlich schon wieder noch. Habe ich auch gehört. Und da dachte ich, oh Gott, du Luschi, musst du dich rausbringen. Wenn du den Film scheiße findest, darfst du ihn doch scheiße finden. Ja, richtig. Ja. Aber die Fans sehen das anders. Ja, deswegen beschuldigen sich Fans ja jetzt untereinander, die schlimmste Art Fans. Die falschen Fans zu sein. Ach, ja. Habe ich schon erzählt, dass ich in der aktuellen Folge Gästeliste Geisterbahn vorkam? Nee, wie was? Nein. Ja. Hast du einen Kommentar geschrieben oder was? Naja, ich habe mich über eine, die machen doch immer diese Fragen stellen, Dingsi Bumsi. Ja.
Ja, yes. Da hat einer eine dumme Frage gestellt. Achso, du meinst so eine, die machen immer so jede zweite Folge mit Fragen oder wie? Ja, genau. Ja. Und da gab es jetzt eben eine Folge und die Frage war, ihr seid alleine zu Hause und der Pizzalieferant hat 20 Euro Mindestbestellwert. Was bestellt ihr? Und ich finde diese Frage doof. Deshalb habe ich darauf geantwortet, Pizza für 20 Euro. Weil, ganz ehrlich, wenn ich mir Pizza bestelle, habe ich kein Problem damit, für 20 Euro Pizza zu bestellen. Aber Pizza kann man nämlich auch kalt wunderbar essen. Ach so, ja. Und dann haben die Leute gesagt, und dann haben sie deine Antwort vorgelesen. Ja. Okay. Ich wurde bei methodisch inkorrekt erwähnt. Aha. Ja. Warum? Okay, schon mal, das lassen wir dann so stehen. Da meinte der nicht der Remford, sondern der andere. Dann so, ja, Jan hat uns auch einen Link geschickt, verlinken wir in den Show. Ja, hast du schon mal erzählt. Ja, das war's. Meine 2 Sekunden Fail. Gott! Habe ich beim letzten Mal schon rausgeschnitten. Das werde ich auch jetzt wieder tun. Ich glaube, wir brauchen auch nicht auf methodisch inkorrekt zu referenzieren. Ich glaube, die haben schon genug Leute. Meinst du? Ja, wenn wir mal Live-Shows machen und da. Du hättest ja heute fast eine gemacht. Oh ja, ja, stimmt. Ja, dann hast du ja auf Ende geklickt. Ja, aber stell dir mal vor, wir machen eine Live-Show und es kommen wirklich 2 Leute und einer nur, weil er Stammgast in der Kneipe ist. Und der andere heißt Florian. Obwohl. Aber dafür haben wir ja viele neue Kommentare bekommen. Ihr habt ja sogar neulich nach 4 Wochen auf einen reagiert. Ja. Was? Oh. Da hat doch Brix irgendwie geschrieben, ich werde ja gar nicht mehr gehighlightet. Auf den Folge 66, nur deswegen, weil du es da ja verlinkt hast, habe ich mir das überhaupt mal angehört. Sonst würde ich mir diesen scheiß Podcast auch nicht anhören. Ja. Bam! Nee, ich mag unseren Podcast. Aber Sprung. Habt ihr die grandiose Schauspielleistung von Meriadoc Brandybok in Star Wars mitbekommen? Ja. Ja. Mindestens 10 Sekunden war er drin, oder? Ja, er durfte sogar reden. Ja. Ja. Ja, okay. Der hatte ja, genau, der durfte mehrfach reden. Der meinte sogar, dass seine Zähne rausgeschnitten worden sind. Von ihm. Von ihm? Von ihm und so, über ihn. Ja. Ja. Mir ist jetzt wieder aufgefallen, wie toll ich den Pippin-Schauspieler finde als Pippin. Ja. Warum? Ich kenne den eigentlich nur als Pippin. Weil er gut ist. Ja, ich auch. Ach so. Und ich habe jetzt wieder gefragt, kenn warum. Ich kenne den nicht nur als Pippin, der spielt weil auch. Der macht den Pippin total groß. Ja, der ist super. Mhm. Der ist gut, ja. Das ist ein Schotte. Ja, sprich weiter. Woher noch? Hast du das auf Englisch geguckt? Der ist ja ein Schotte, gell? Der hat ja schottischen Slang. Ja, vielleicht mag ich ihn auch deshalb zu sehen. Der spielt... Ja, der ist auch in dem, du musst dir mal, wenn du das noch nicht gesehen hast, von Die Gefährten das Making-of angucken. Das ist das beste Making-of, was je von irgendwie bei einer DVD beilag, finde ich. Aber die DVD, die ist im Schrank. He would hit every single one. Genau, das hast du ja neulich gepostet. Das ist ja aus dem Making-of, genau. Fand ich sehr lustig. Und die Schauspieler zählen auch alle. Und wie ihr in Folge 66 gesagt habt, ist da australischer Akzent? Schottischer Akzent? Wenn ich Leute nicht verstehe, sind es Texaner. Also schottisch kann ich schon verstehen. Also schottisch verstehe ich schon. Dann eher walisisch und schottisch ist vielleicht noch ähnlich, aber das kriege ich schon hin. Eigentlich komisch, weil die Zwerge sprechen ja sonst schottisch. Mhm. Mhm. Aber auch erst seinem Hobbit, oder? Was? Ach so, stimmt. Ja, nee, ich wollte nur sagen, der hat auch noch in einem anderen Film mitgespielt, hier mit diesem Schiff, wo die immer Geige spielen. Titanic. Nee. Titanic? Die sitzen immer, der Captain und sein erster Offizier oder der Arzt, glaube ich, die sitzen immer in seiner Kajüte und spielen da die. Ah, ja, mit Commander. Genau, Master and Commander. Ah, ja, Master and Commander. Den habe ich ja sogar gesehen. Da spielt Pippin auch mit. Echt? Da spielt er auch mit, okay. Ja, doch, als einzelner Bootsmann. Ja. Genau. Also, Matrose. Mit Hose? Mit Hose. Mit Gott sei Dank. Aber mit nur wenn es kalt ist. Ah ja, klar, und nass. Ja. Mit Hose ist sehr wichtig. Mit Hose, ja, sonst funktioniert mit ja die Hose Zelle nicht. Sehr wichtig, ja. Wow. Ich weiß zwar nicht mehr wofür, aber ich wusste, dass es was mit der Zelle zu tun hat. Ah, mit der Zellteilung. Ja, sonst funktioniert das. Das ist wichtig für die Zellteilung. Weißt du das denn nicht? Du schaust doch jetzt, es war einmal das Leben. Da weißt du, wie lange das schon her ist.
Nee, aber ich habe mich sehr gefreut, als du das gesagt hast. Gerne geschehen. Ja. Danke. Once Upon a Time in Hollywood fand ich übrigens gut. Ja, das ist ein sehr schöner Film. Ja. Und das ist eben auch nochmal ein Film, der es sehr langsam angehen lässt. Ja. Und? Um dann plötzlich zu explodieren. Ja, weil du ja sagtest, Episode 6 hat sich Zeit gelassen am Anfang. Ja, dann hier The Irishman, der lässt sich Zeit. Ja, der lässt sich Zeit. Die Kunst ist ja nicht, sich in 3 Stunden Zeit zu lassen, sondern sich in 2 Stunden Zeit zu lassen und trotzdem noch einen guten Film zu machen. In 90 Minuten Zeit zu lassen. Ja, oder 90 Minuten. Aber man muss ja sagen, Once Upon a schönen Film. The Time in Hollywood ist ja auch 3 Stunden lang, oder? Ja. Naja, das sind halt immer so diese Regisseure, denen du keine Vorgaben mehr machen kannst. Die machen das halt einfach so, wie sie wollen. Ja. Aber solange sie es gut machen, ist es ja auch voll in Ordnung. Ich habe übrigens die Enzyklopädie zu Episode 9 bekommen. Ah. Ja, kann ich jetzt immer wieder nachschlagen. Sehr gut. Und da erfährt man mehr als im Film. Jetzt. Sind das, ist das dieses grafische Buch mit den Szenenbildern und so drin? Ja, das grafische Buch mit den Bildern. Nein, das ist das andere Buch mit auch Bildern und... Ist das dieses Buch mit den Blättern, wo man so von rechts nach links und dann geht das immer weiter? Nein, ich glaube, du meinst das andere Buch. Das, du meinst, glaube ich, Art of Star Wars Episode 9. Das ist ein anderes Buch als das, was ich habe hier. Ist denn diese Jenna verwandt mit Lando Calrissian? Nein. Interessiert das denn? Also in einem Interview wurde es bestätigt, dass sie es anscheinend doch ist. Also, lächerlich. Ich fand das so, wenn sie sagt, woher kommst du? Weiß ich nicht. Oh, dann lass uns das doch herausfinden. Da ich so, okay. Denn ich bin der Vater von jedem schwarzen Mädchen. Ja, Star Wars. Also ich meine, schwarze Charaktere in Film 2 müssen verwandt sein. Ja, nee, ich hab das gar nicht als hihi, eigentlich bin ich dein Vater ich verstanden, sondern als Hi. Ja, genau, lass uns mal mehr Zeit miteinander verbringen. Ach so, ich hab's eher so. So habe ich beim ersten Mal auch verstanden, ja. Ich hab's so verstanden von wegen, Nick. Okay, dann lass uns doch mal einen Spin-Off drehen und damit ein bisschen Geld verdienen. Ja, okay, ich hab's jetzt eher in Character. Aber ja, aber eine Freundin von mir meinte eben in dem, was weiß ich, für ein Werk, also irgendeine Enzyklopädie würde das stehen, dass sie wohl die Tochter sei. Ja, das habe ich auch, hat auch jemand bei Twitter gepostet und dann haben die Leute Screenshots von dem Buch darunter gepostet und es steht da einfach nicht. Okay. Also es ist einfach dann mal wurde wieder, ich belogen. Ja, das Internet hat gelogen. Das Internet hat gelogen. Das kann doch niemand tun. Das heißt, er hat sie doch einfach angemacht. Wirklich, so wie gesagt, ein bisschen billig, wenn du hast schon nur so eine Handvoll schwarzer Charaktere und dann müssen die auch noch. Wobei dieselben Theorien gab es ja am Anfang auch. Es ist nicht nur deswegen billig, sondern weil in Star Wars jeder mit jedem verwandt sein muss. Deswegen. Ja, da haben wir ja eigentlich nur folgerichtig. Rey ist ja auch jetzt die Enkelin. Eigentlich ist Palpatine ja nur ein creepy Grandpa, der in seine Enkelin rein möchte. Das hat mich dann wiederum an die Family Guy-Verarsche von Star Wars erinnert, wo Obi-Wan eigentlich nur mit Luke schlafen Und Luke, will. Ja. Das hat Abrams wahrscheinlich gesehen, bevor er das Drehbuch geschrieben hat. Ja, das bauen wir auch ein. Ich will eigentlich nur einen Film mit Ewan McGregor sehen als Obi-Wan Kenobi. Ja, der macht doch bestimmt eine Serie. Die machen doch die Serie. Wurde die nicht schon angekündigt? Ja, ja. Obi-Wan mit Ewan McGregor. Echt? Ja. Ja, Serie ist auch. Kann sich jetzt drauf freuen. Und wenn die so wird wie Mandalorian, wird es wohl auch gut. Da habe ich auch gemischt. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Die schaue ich erst auf Deutsch. Nee, mir ist es einfach. Ich warte, bis ich das einfach irgendwo unstressig sehen kann. Ich habe auch Rebels noch nicht gesehen, da muss ich auch Mandalorian nicht sehen. Ja, deswegen, ich habe einen Kollegen, der die Folgen alle hat. Deswegen war ich da sehr ungestresst. Ach so. Ja. Ich habe jetzt erstmal The Witcher geguckt und will schon gleich mehr sehen, weil das war wirklich. The Witcher? Ja. Toll. Fand ich auch cool. The Witcher oder The Witcher? Beide. Beides. Ja, die war ganz nett. Ja. Ich meine, ich habe ja weder Spiele noch Buch zu mir genommen. Und deswegen habe ich also in der 4. Episode gerafft, dass das erstmal alles verschiedene Zeitlinien sind. Das ging Leuten, die sich auskannten, auch nicht viel an. Weil die waren plötzlich ein Kind und dann war er wieder alt und seine Schwester war tot. Und da war es für mich so, okay.
Ja, aber ja, jede Episode war im Prinzip eine Kurzgeschichte und die Kurzgeschichten sind auch völlig durcheinander im Buch. Also ist, aber es ist nett. Ich finde sie jetzt nicht so unglaublich gut, aber ich gucke sie halt gerne. Ich fand so sie mal nett. Und ja, ich fand vor allem halt den Hauptdarsteller überraschend gut. Der ist super. Ja. Gerade ist wie der, ja auch also der hat bestimmt die eine oder andere Stunde von dem Spiel gezockt. Hat der hat sich extrem an den Synchronspieler, Synchronsprecher rangerobbt. Ich habe gehört, der hat es dreimal durchgespielt und er hat die Bücher. Ja, das hört man. Der kann halt extra die Stimme verändert dafür. Ja, das damit er so klingt wie der Sprecher im Spiel. Ja, und also auch so dieses Grunzen aus dem Spiel, das kannst du, glaube ich, nicht unterscheiden, wenn du die Audios nebeneinander legst. Genau, ja. Ja, bevor wir jetzt einen Grundwettbewerb machen, ich muss ja auch wirklich ins Bett. Wir sprechen uns spätestens Dienstag, 19 Uhr, genau. Richtig? Mhm. Ja. Wir riechen uns später. Also nicht. Okay. Bis dann. Ciao. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Ciao.